Zeit existiert nicht. Wir werden getäuscht. Bist du es leid, das Gefühl zu haben, dass dir die Zeit davonläuft und du sie nie zurückgewinnen kannst? Hast du dich jemals gefragt, ob hinter dem Konzept der Zeit mehr steckt als das, was man uns beigebracht hat? Andere gehen davon aus, dass Zeit eine Illusion ist und dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig existieren. Weil die Zeitspanne sich ja Outer Space quasi auch verändert. Wenn wir überhaupt Outer Space waren, wenn ich das so sagen darf, an der Stelle. We don't know, bro. Die wahre Natur der Zeit ist immer noch Gegenstand laufender Forschungen und Debatten unter Wissenschaftlern und Philosophen. Und es ist möglicherweise unmöglich, sie vollständig zu verstehen oder zu erklären. Also Zeit hält dich auf jeden Fall davon ab, wirklich hier und jetzt zu sein so. Und den Moment richtig zu genießen, weil am Ende des Tages ist Zeit egal. Jeder kann jederzeit sterben. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spiel keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf Leon Lovelock Highlights. Ich hoffe, euch geht's gut. Und zwar gehen wir jetzt in ein Video rein, was heißt, Zeit existiert nicht. Wir werden getäuscht. Ausrufezeichen. Ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Für die, die den Talk auch mit Kianosch gesehen haben oder auch mit Kurt Tepperwein, da habe ich ja auch schon gesagt, dass für mich auf jeden Fall auch Zeit relativ ist. Man kennt's ja auch. Ne? Wenn man irgendwie unter Druck ist und irgendwo schnell hin muss oder einen Termin noch vor sich hat oder so, dann kommt es einem vor, als ob die Zeit schneller vergeht. Wenn du aber irgendwo warten musst, Arzttermin hast, Wartezimmer oder im Aufzug drin bist, dann ist es meistens so, dass die Zeit einem langsamer vorkommt. Ja? Also das, da merkst du schon, was deine eigene Wahrnehmung schon alleine mit der Zeit auch anstellen kann. Wir haben uns übrigens auch eine Dokumentation reingezogen über dieses Antikythera. Ja, was ja eventuell auch ein Zeitmessgerät ist aus der Antike. Und auch da gibt es sehr viele gute Informationen über das Thema Zeit, wie die Griechen quasi, die auch die Zeit erfunden haben, die Zeit läuft ab und solche Geschichten. Sehr interessant, auch hier auf dem Leon Lovelock Highlight-Kanal, also checkt das auf jeden Fall aus. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir rein, direkt in die Reaction. Ich bin gespannt, Digi. Ich bin gespannt. Let's go. Bist du es leid, das Gefühl zu haben, dass dir die Zeit davonläuft und du sie nie zurückgewinnen kannst? Hast du dich jemals gefragt, ob hinter dem Konzept der Zeit mehr steckt als das, was man uns beigebracht hat? Dann mach dich auf eine verblüffende Enthüllung gefasst. Zeit existiert nicht. Oh shit. Wir sind da, Freunde, wir sind da. Ja, du hast richtig gehört. Man hat uns ein Konzept vorgegaukelt, das eine Illusion ist. Komm mit uns mit, um die Wahrheit hinter dieser Täuschung zu erforschen und die Geheimnisse des Universums zu entdecken, die uns die ganze Zeit verborgen geblieben sind. Bitte like das Video, lass uns einen Kommentar mit deinen Gedanken zu dem Thema da und abonniere den Kanal. Der redet gut schnell, der Bruder. Ne? Ich habe gerade gedacht, ich habe Wiedergabegeschwindigkeit hochgemacht. Geil, ich hab Bock. Was ist die Wahrheit über die Zeit? Zeit ist ein Konzept, das verwendet wird, um das Fortschreiten von Ereignissen zu beschreiben. Man stellt sie sich oft als einen kontinuierlichen und unumkehrbaren Fluss vor, aber die Natur der Zeit ist immer noch Gegenstand von Debatten unter Wissenschaftlern und Philosophen. Einige Theorien, wie etwa die Relativitätstheorie, besagen, dass die Zeit relativ sei und durch das Vorhandensein von Da sind wir doch, meine lieben Freunde, Zeit ist relativ. Und Energie beeinflusst werden könne. Andere gehen davon aus, dass Zeit eine Illusion ist und dass Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig existieren. Quantenmechanik. Das Konzept der Zeit in den Augen der Philosophen. In der Physik wird die Zeit oft als eine Dimension betrachtet, ähnlich wie der Raum. In der klassischen Physik wird die Zeit als absolut und unabhängig von allen physikalischen Prozessen betrachtet. In Einsteins spezieller Relativitätstheorie wurde jedoch vorgeschlagen, dass die Zeit relativ ist und je nach dem Bezugsrahmen des Beobachters variieren kann. Mit Einsteins Theorie wurde auch das Konzept der Zeitdilatation eingeführt, bei dem die Zeit in stärkeren Gravitationsfeldern oder für Objekte, die sich mit hoher Geschwindigkeit bewegen, langsamer zu vergehen scheint. Darüber hinaus wird die Zeit in der Ja, das ist ja auch, wenn du Outer Space fliegst, irgendwie im Space Shuttle und zurückkommst, also das ist ja eine unterschiedliche Zeit, die wir hier auf der Erde denken, dass die Leute weg waren und die Leute wirklich weg waren. Weißt du, was ich meine? So, weil die Zeitspanne sich ja Outer Space quasi auch verändert.
wenn wir überhaupt Outer Space waren, wenn ich das so sagen darf, an der Stelle. We don't know, bro. Wir haben uns letztens ein Video über die NASA-Geschichte reingezogen. Mechanik als eine emergente Eigenschaft betrachtet, was bedeutet, dass sie aus den Wechselwirkungen zwischen Teilchen resultiert und kein fundamentales Konzept ist. In der Philosophie ist die Zeit seit Jahrhunderten umstritten. Einige Philosophen vertreten die Auffassung, dass die Zeit real und objektiv ist, während andere vorschlagen, dass sie ein menschliches Konstrukt und eine subjektive Erfahrung sei. Die wahre Natur der Zeit ist immer noch Gegenstand laufender Forschungen und Debatten unter Wissenschaftlern und Philosophen und es ist möglicherweise unmöglich, sie vollständig zu verstehen oder zu erklären. Ist die Zeit umstritten? Zeit ist ein grundlegendes Konzept, das für unser Verständnis des Universums unabdingbar ist, aber auch ein Thema, das im Laufe der Geschichte Gegenstand vieler Kontroversen und Debatten war. Es gibt mehrere Gründe, warum die Zeit als umstrittenes Thema gilt, darunter die verschiedenen Theorien und Interpretationen darüber, was sie ist und wie sie wahrgenommen und gemessen wird. Eine der Hauptkontroversen im Zusammenhang mit der Zeit ist die Frage, ob sie ein objektives oder subjektives Phänomen ist. Einige Wissenschaftler und Philosophen vertreten die Auffassung, dass die Zeit ein grundlegender Aspekt des Universums sei, der unabhängig von unserer Wahrnehmung existiert. Andere hingegen argumentieren, dass die Zeit ein Produkt unserer Wahrnehmung und Erfahrung sei und keine objektive Realität darstelle. Einige Wissenschaftler und Philosophen vertreten die Ansicht, dass die Zeit ein kontinuierlicher Fluss ist, während andere behaupten, dass sie aus diskreten Momenten bestehe. Diese Debatte wurde durch die Was glaubt ihr, meine lieben Freunde? Subjektiv oder objektiv? Rein in den Chat jetzt hier. Der Theorien der Quantenmechanik und des Konzepts der Zeitdilatation weiter verkompliziert, die darauf hindeuten, dass die Zeit möglicherweise nicht so konstant und unveränderlich ist, wie wir einst dachten. Das Konzept der Zeit als menschliches Konstrukt. Bist du auch einer von denen, die die Zeitumstellung sehr gerne ignorieren? Vielleicht hast du das Gefühl gehabt, dass du mit den anderen nicht synchron bist, wenn du deine Uhr oder ein anderes Gerät zur Zeitmessung nicht aktualisiert hast, als sich die Zeit änderte. Das Konzept der Zeit selbst ist ein Beispiel für eine sozial konstruierte Idee. Heftig ist auch dieses mit der Zeitumstellung, ne? Darüber könnten wir uns eigentlich auch mal ein Video reinziehen. Ja, wir könnten uns mal ein Video über die Zeitumstellung reinziehen. Das ist auch ein sehr interessantes Thema, finde ich. Und ich weiß gar nicht genau, was genau dahinter steckt, wenn ich ehrlich bin. Weil das bringt auch viele Leute immer wieder aus der Bahn, ne? Mit der Zeitumstellung. Ist schon auch so ein Konzept, was crazy ist. Wisst ihr, was krass ist? In dem Ort, in dem ich mich hier gerade befinde, was ich vorhin gesagt habe, Quintana Roo, also das ganze Bundesland hier quasi so, Playa del Carmen, Cancun, Tulum, alles in Quintana Roo. Hier gibt es keine Zeitumstellung. Ja? Hier gibt es einfach keine Zeitumstellung. Hier bleibt die Zeit immer gleich. Das heißt, jetzt haben wir 6 Stunden Unterschied und wenn die Zeit wieder umgestellt wird, haben wir 7 Stunden Unterschied, weil bei mir bleibt es gleich und bei euch ändert sich die Zeit. Auch wild. Wir als Gemeinschaft ihr keine Bedeutung beimessen, hat die Zeit keinen Wert. Die Zeit ist eine soziale Konstruktion, da sie auf den von Menschen entwickelten Bedeutungssystemen beruht. Auch wenn die Vorstellung, dass sich die Erde um die Sonne dreht, diesen Sinn heute beeinflusst, war das nicht immer so. Die von Ja, really. Rahnungstrippe fragt gerade, ob das echt so ist. Ist so. Hier gibt's keine Zeitumstellung. Fühle ich auf jeden Fall. Kein Bock, weniger Schlaf oder so zu haben. Nikos im 16. Jahrhundert vertretene Idee des Heliozentrismus galt als ketzerisch, da die Bibel besagte, dass sich die Erde im Zentrum des Kosmos befinde. Und auch wenn der größte Teil der Welt heute denselben Kalender verwendet, war das nicht immer der Fall. Trotz der langen Zeitspanne gibt es immer noch Unterschiede bei den Terminen, an denen viele Kulturen das neue Jahr feiern. Stimmt. Der buddhistische Kalender und der hebräische Kalender stimmen darin überein, dass das Jahr derzeit 2560 ist. Kulturelle Markierung. Krass. Guck mal, jeder macht so sein eigenes Ding, ne? Es ist halt auch wieder so, da kann man wieder die Conspiracy-Dinger anschmeißen, so weißt du, wie ich meine? Vielleicht ist Zeit und die Daten und das, welchen Jahr wir uns befinden, auch wieder ein Tool, was teilweise genutzt wird, um uns zu kontrollieren. Ich meine, wie viele, also jetzt mal Zeit generell, so, wie krass rennen wir der Zeit hinterher? Wie viele Leute sind unter Druck wegen Zeit? Oder weil sie denken, sie müssen das bis da, bis zu diesem Zeitpunkt erreicht haben, weil sonst ist es nichts mehr wert und so. Dadurch lebst du nicht mehr im Moment. Also Zeit hält dich auf jeden Fall davon ab, wirklich hier und jetzt zu sein. So. Wenn du zu viel darüber nachdenkst, was du noch zu tun hast, was du bis zu welchem Lebensjahr erreichen musst, was ja auch schon so Konzepte sind, die man auch schon von damals in der so einge... Was willst du mal mit 30 sein? Was willst du mal... Das hält dich alles davon ab, irgendwie nicht im Moment zu sein und den Moment richtig zu genießen, weil am Ende des Tages ist Zeit egal. Jeder kann jederzeit sterben. Also ist es eigentlich egal. Wenn du es so sagst, ist eigentlich egal.
In der Zeit sind im Allgemeinen wichtige politische oder religiöse Ereignisse. Kann man das Vergehen der Zeit körperlich spüren? Die Bedeutung der Zeit zu begreifen bedeutet, die Realität selbst zu begreifen. Bei den Recherchen für eine öffentliche Fernsehsendung namens Closer to Truth mit Physikern und Philosophen ist man zu dem Schluss gekommen, dass die Zeit ein Konstrukt des Geistes ist. Was meinen die Menschen, wenn sie sagen, dass die Zeit nicht real ist? Einer der Philosophieprofessoren der Universität Cambridge vertritt die Auffassung, dass die drei grundlegenden Merkmale der Zeit, ein bestimmtes Jetzt, ein Fluss oder ein Durchgang und eine absolute Richtung, eher begrifflicher als empirischer Natur sind. Price kommentierte die Idee, dass die Zeit nur Teil einer vierdimensionalen Raumzeit sei und die Vorstellung, dass die Raumzeit selbst nicht grundlegend sei, sondern aus einer tieferen Struktur erwachse, als er bemerkte, was uns die Wissenschaft gibt, ist das sogenannte Blockuniversum. Zeit ist eine Illusion. Wir können nicht ignorieren, dass unsere Vereinfachungen der Zeitbewegung nicht mit den Gesetzen der Physik vereinbar sind. Nach Rovellis Die Ordnung der Zeit war sogar Isaac Newtons Erfahrung einer tickenden Uhr eine Illusion. Die von Albert Einstein aufgestellte Geiles Video, oder Freunde? Fühle ich bis jetzt auf jeden Fall. Relativistische Raumzeithypothese ist bestenfalls eine Vereinfachung. Da die Mannigfaltigkeit elastisch ist, ändern sich die lokalen Zeitskalen, wenn man sich einem massiven Körper nähert oder sich von ihm entfernt. Aber warum ist dies nach Rovellis Ansicht der Fall? Er behauptet, dass unsere Wahrnehmungen von Zeit und Raum Illusionen sind, die einem komplizierten Netz von Prozessen überlagert sind. Quantenphysik und die Grundsätze der Thermodynamik sind universell anwendbar. Die mathematischen Erklärungen der Physik von Isaac Newton, Albert Einstein und Erwin Schrödinger implizieren die Existenz der Zeit und unsere eigene Schrödingers Katze, wer kennt das? Wer kennt Schrödingers Katze? Das Experiment. Sowohl Entropie als auch Informationen nehmen mit der Zeit zu. Die Zeit als vierte Dimension. Nach Einstein ist die Zeit lediglich die vierte Dimension und die Vergangenheit und die Zukunft unterscheiden sich nicht von der Gegenwart. Infolge der relativen Formbarkeit von Raum und Zeit können zwei weit voneinander entfernte Ereignisse je nach Beobachter in unterschiedlicher Reihenfolge erscheinen. Die klassische Physik, wie sie von Newton und Ludwig Boltzmann entwickelt wurde, und die moderne Physik, wie sie von Einstein und der Quantenmechanik entwickelt wurde, werden in Rovellis Buch verständlich erklärt. Das Konzept der Entropie, das für die Thermodynamik und die Bayesche Wahrscheinlichkeitstheorie von zentraler Bedeutung ist, kann zur Untermauerung des Arguments herangezogen werden. Yes, sowohl tot als auch lebendig. Genau. Man weiß nicht, weil man den Karton nicht aufgemacht hat. Bis jetzt. Schon geil. Dass Zeit in der physikalischen Erklärung des Universums eher ein relativer als ein absoluter Begriff ist. Einige von Rovellis Argumenten sind meiner Meinung nach fehlerhaft, obwohl allgemein angenommen wird, dass Zeit und Raum quantisiert oder in winzige Inkremente unterteilt werden müssen, ist dies nicht der Fall, die Plancklänge oder Zeit. Aber bei den kleinsten Maßstäben beginnt unser Wissen zusammenzubrechen, wenn Quantenphysik und Relativitätstheorie zur Erklärung herangezogen werden. Was ist die Zeitumkehrungsinvarianz? Oh shit, jetzt gehen wir tief rein, Freunde, ja? Zeitumkehrungsinvarianz. Im besten Wissen sind die physikalischen Gesetze unveränderlich, unabhängig davon, wie weit wir in die Vergangenheit reisen. Aus denselben Gründen kann jeder Film auch in Rückwärtsrichtung angesehen werden. Der zweite Hauptsatz der Thermodynamik besagt, dass die Entropie niemals abnimmt, was eine wahrscheinliche Erklärung dafür liefert, warum Filme anders aussehen, wenn man sie rückwärts ansieht. Stattdessen funktioniert sie am besten in weiten Räumen. Daher ist der Endzustand in der Regel ganz anders als der Anfangszustand. Wahrscheinlichkeiten ergeben sich aus diesen Voraussetzungen und sind nicht in die Regeln selbst eingebaut. Um einen Teig herzustellen und er zusammenhält, wenn man ihn zusammendrückt, muss man Mehl, Zucker, Butter und Eier in eine Schüssel geben, die Anfangsbedingungen, und so lange mischen, das Gesetz, bis ein Teig entsteht. Der Teig müsste auf eine unmögliche Art und Weise zubereitet werden, damit ein rückwärts drehender Mixer die Eier erfolgreich vom Mehl trennen kann. Im Prinzip sollte es einen... Zurück geht nicht mehr dann, oder? Bro, Alter, der haut das schon krass mit Informationen voll. Man muss voll Ding, Alter. Man muss voll aufpassen. Man muss voll da sein. Man muss voll klar sein, damit man das versteht. Ort geben, an dem diese Entmischung beginnen kann. Unsere Fähigkeit, Entmischungen in, Reverse Engineering zu betreiben, gibt uns großes Vertrauen in seine Existenz. Die Moleküle müssten auf unvorstellbare Weise angeordnet werden, damit der Teig aufgeht. Die verjüngende Wirkung eines Facelifts und die Entmischung von Brotteig sind also nicht zu beobachten. Die Welt ohne Zeit. Handlungsbasierte Erklärung im Gegensatz zur Teilchen- oder Feldbasierten Erklärung, wie die Dinge funktionieren.
Jedes mögliche Vorkommnis zu einer bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort wird als Ereignis bezeichnet. Rovelli argumentiert, dass ein Sturm keine Sache ist, sondern eher eine Ansammlung von Ereignissen und dass es die Aufgabe der Physik ist, die Verbindungen zwischen diesen Ereignissen zu definieren. Aus unserer Sicht scheint jedes dieser Ereignisse die Folge dieser Wechselwirkung von Teilchen an einem bestimmten Ort und zu einer bestimmten Zeit zu sein. Zeit und Raum existieren jedoch aufgrund dieser Ereignisse und des Netzes von Kausalitäten, das sie miteinander verbindet. Im letzten Kapitel mit dem Titel »Die Quellen der Zeit« nutzt Rovelli die Prinzipien der Thermodynamik und der Quantenmechanik, um die Grundlage menschlicher Illusionen zu dekonstruieren. Er behauptet, dass wir nicht alles, was um uns herum geschieht, auf einmal wahrnehmen können, weshalb die Zeit für verschiedene Menschen unterschiedlich vergeht. Das stimmt schon. Jeder lebt da irgendwo in seiner eigenen Welt, weißt du, wie ich meine so? Wenn du jetzt irgendwie, wenn ich jetzt hier sitze gerade und ich habe neben mir jemanden, der in 5 Minuten irgendwo hin muss und langsam nervös wird, weil wir gerade noch streamen, dann geht für ihn die Zeit ganz anders. Also der hat die Zeit ganz anders auf dem Schirm in seinem Bewusstsein und denkt darüber nach, als bei mir, weißt du? Deswegen ist Zeit definitiv irgendwo relativ und jeder hat eine andere Wahrnehmung, so, weißt du? Also so denke ich. Ja, das ist ein krasses Konzept. Ich glaube, darüber kann man sich, wenn du so Philosoph bist und so, ich glaube, damit kannst du dein ganzes Leben verbringen, dich mit dem Thema Zeit auseinanderzusetzen, weil du hast immer wieder verschiedene Ansätze eigentlich auch so. Man denkt immer wieder neue Sachen nach. Wenn ich gerade darüber rede, kommen auch direkt wieder andere Sachen bei mir in den Kopf. Das ist schon ein hartes Thema auf jeden Fall. Und der Quanten... Was, Bruder? Unsicherheit lassen sich die genauen... Was soll ich sagen, Bruder? ...und Geschwindigkeiten von Teilchen nicht... Ich komme nicht hinterher, sagt Fake. Stimmen. Ist schon hart, Digga. Ist schon hart, die Doku auf jeden Fall. Also der ballert das voll mit Infos, die halt schon so Thermodynamik, Physik, Quantenmechanik, dem seine Theorie. Ja, könnte man eventuell nochmal ein Video gucken, was ein bisschen entspannter ist zum Thema Zeit. Wenn es uns gelingt, können Zeit und Entropie ohne Konflikt koexistieren. Diese thermische Zeithypothese wurde ursprünglich von Rovelli und dem französischen... Warte mal, aber das ist krass. ...nicht bestimmen. Wenn es Unsicherheit lassen, weshalb die Zeit für verschiedene Menschen unterschiedlich vergeht. Aufgrund der Quantenunsicherheit lassen sich die genauen Orte und Geschwindigkeiten von Teilchen nicht bestimmen. Wenn es uns gelingt, können Zeit und Entropie ohne Konflikt koexistieren. Diese thermische Zeithypothese wurde ursprünglich von Rovelli und dem französischen Mathematiker Alain Conn aufgestellt. Die Zeit in den Augen der Physiker. Die Grundlage der Relativitätstheorie ist, dass weder Zeit noch Raum fest sind. Die Wahrheit ist immer bedingt und nie vollständig. Bei der Zeitentwicklung geht es im Wesentlichen um die Verbindung zwischen verschiedenen Bereichen des Kosmos und der eigenen Uhr. Deshalb ist es von Vorteil, bei dieser Diskussion über die Zeit im Kosmos von dieser einfachen Idee auszugehen. Der britische Physiker Julian Barber behauptet, Zeit sei der nahtlose Übergang von einem Bild zum nächsten in einer Reihe über die Zeit hinweg. Ich höre Ihnen zu. Ich sehe an Ihrem Nicken, dass Sie zustimmen. Ohne Sie wäre es schwierig, ein Konzept. Ich glaube halt, das Bewusstsein kennt keine Zeit, weißt du? Wir Menschen ja, unsere Gedanken, unser Gehirn, natürlich, weil alleine, wenn du jetzt zum Beispiel redest und es kommt bei einem anderen an, ist es ja, auch wenn es nur Millisekunden sind oder Nanosekunden, keine Ahnung, ein bisschen Zeit versetzt, so, weißt du? Oder wenn du von da nach da läufst oder wenn irgendwas Bewegung hat, von da nach da, wenn irgendwas in Bewegung ist, dann muss ja irgendwie Zeit auch damit eine Rolle spielen auf jeden Fall. Aber ich glaube, im tiefen Kern, in unserem Bewusstsein, in der Zirbeldrüse quasi, da gibt es keine Zeit. Da gibt es halt nur Bewusstsein und da sind wir gleichzeitig alles und nichts zu jeder Zeit, weißt du? Das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied. Und ich glaube, deswegen ist es halt auch so wichtig zu meditieren. Weil auch wenn du meditierst, hast du ein ganz anderes Zeitverständnis. Wenn du die ersten Male meditierst und versuchst, bewusst zu sein, werden dir 5 Minuten wie 3 Stunden vorkommen. So. Weißt du? Und irgendwann, wenn du wirklich in einer tiefen Meditation drin bist, dann merkst du auf einmal keine Zeit mehr. Dann ist Zeit nicht mehr da. So, das ist krass. Von Zeit zu haben. Barber argumentiert, dass Zeit zwar eine Illusion sei, der Fortschritt jedoch nicht. Was wir Zeit nennen, ist ein Spiegel der Vergangenheit und der Zukunft. Der Mensch kann aus der Geschwindigkeit der Veränderungen in seiner Umgebung auf den Ablauf der Zeit schließen. Das Konzept des Blockuniversums. Der Zeitpunkt deiner kosmischen Geburt ist ein Geheimnis. Der Tod ist, wie alles andere auch, eine räumliche und zeitliche Realität. Jeder Moment deiner Existenz hat ein Zuhause im Gefüge der Raumzeit. Die Hypothese des Blockuniversums beschreibt unseren Kosmos auf diese Weise. In der Theorie des Blockuniversums werden alle Ereignisse, unabhängig davon, wann und wo sie stattgefunden haben, als Teil desselben großen Blocks betrachtet.
In dieser Theorie werden alle drei Zeiträume, die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft, gleichwertig behandelt. Die Zeit wird zu den traditionellen drei räumlichen Dimensionen Länge, Breite und Tiefe hinzugefügt. Man kann sich auch den Quader, das dreidimensionale Rechteck, als Vergangenheit und Zukunft gibt's eigentlich gar nicht. Wisst ihr? Gibt's eigentlich gar nicht. Weil die Vergangenheit, Bro, ja, das ist auch ein Konzept, das ist ein Gedankenkonstrukt. Weißt du, wie ich meine? So, du kannst niemals die Vergangenheit sehen. Du kannst auch die Vergangenheit nicht mehr spüren. Auch wenn du ein Foto davon hast, du wirst nie wieder dieses Erlebnis so haben, wie du es damals gehabt hast. Du kannst eigentlich immer nur den Moment, der jetzt gerade stattfindet, zu 100% wahrnehmen. Du kannst nicht die Vergangenheit wahrnehmen, du kannst auch nicht die Zukunft wahrnehmen. Du kannst dir was ausmalen in deinem Kopf, in deinen Gedanken, was angeblich die Vergangenheit war oder was angeblich in der Zukunft oder was eventuell in der Zukunft passieren könnte. Aber du wirst es nie 100% bewusst erleben, weißt du? Ein Baustein unserer Welt vorstellen, wenn das hilft. Die Höhe und die Breite des Quaders sind zwei der drei räumlichen Dimensionen des Universums, um ein Beispiel zu nennen. Das hier, Alberto Gangstein sagt gerade, je älter man wird, desto schneller läuft die Zeit, wie bei der Sanduhr. Das ist auch eine Illusion von deinem Kopf leider, Bro. Also dieser Druck, das ist die Gesellschaft, die das mit uns macht so. Dass umso älter du wirst, umso schneller läuft die Zeit. Das sind auch nur deine Gedanken, das ist die Beeinflussung von außen, dass du denkst, oh, ich muss das und das unbedingt noch erreichen, bevor ich sterbe. Oder ich muss das und das noch unbedingt. Das sind die Sachen, die dir das so vorkommen lassen, als ob es so ist, aber das stimmt nicht. Der Würfel speichert jedes Stück menschlichen Wissens, das jemals angesammelt wurde. Die Raumzeitkoordinaten des Ortes, an dem diese Ereignisse stattfinden, werden im Würfel angezeigt. Der Block enthält alle Informationen über dein Leben bis zu dem Zeitpunkt, an dem du dieses Video siehst. Die Beziehung zwischen Zeit und Raum. Das Verständnis des Zeit-Raum-Kontinuums ist entscheidend für das Verständnis der Relativitätstheorie und anderer Säulen der modernen Physik. Der menschliche Verstand hat mindestens 2000 Jahre lang über Zeit, Raum und ihre Beziehung zueinander nachgedacht. Ein Äon im Kontext der kosmologischen Forschung. 2000 Jahre, jo. Zeit und Raum sind in der absoluten Raumzeit absolut. Ein Konzept, das erstmals von Isaac Newton im 16. Jahrhundert vorgeschlagen wurde. Ein wichtiger kritischer Punkt in der Geschichte der modernen Physik war Albert Einsteins Einführung der relativen Zeit im Jahr 1905. Als Teil der speziellen Relativitätstheorie. Ich finde, Einstein hat krasse Augen, ja. Gute Vibes in den Augen. Letztlich als Widerspruch zu Newtons Konzept der absoluten Raumzeit erwies. Das Konzept der Zeitdilatation. Unter Zeitdilatation. Der Gemmo sagt gerade, nein, Mann, je älter man ist, desto mehr Jahre hat man erlebt. Deswegen ist jedes neue Jahr relativ kürzer, als wenn du 10 Jahre alt bist und ein neues Jahr erlebst. Weil du bisher 10 Jahre bisher erlebt hast und der Ältere zum Beispiel schon 50 Jahre. Ja, das ist aber alles auch eine Illusion von deinem Kopf, Bro. Also wenn du die ganze Zeit durch meditiert hast, so, dann ist es halt nicht so. Wenn du bewusst bist, wenn du Bewusstsein bist und wenn du verstehst, dass du nicht kommst und nicht gehst, sondern immer bist einfach, dann spielt Zeit keine Rolle im Endeffekt, weißt du? Das ist jetzt eine Sache, die können viele vielleicht nicht verstehen, aber ich bin davon überzeugt, so 100% so. Das merkst du auch zum Beispiel bei Leuten wie Kurt Tepperwein. Der ist im Moment, für den geht keine Zeit irgendwie langsamer oder schneller oder so. Der ist immer noch der gleiche, wie er auch vor 90 Jahren war. Und das siehst du ihm auch an in den Augen und das hörst du ihn auch an seinen Worten, die er spricht. So. Der hat nichts mit einem 90-Jährigen zu tun. Nur sein Körper hat was mit einem 90-Jährigen zu tun, aber nicht sein Bewusstsein. Sein echtes Sein hat mit diesem Alter gar nichts zu tun. Das ist das, was ich damit eigentlich sagen wollte. Weißt du, ist vielleicht ein bisschen für Leute, vielleicht kann man es nicht richtig verstehen, manche Leute, aber das sind Facts. Nun versteht man das Phänomen, dass der Zeitablauf für Beobachter, die sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten in einem Gravitationsfeld bewegen, unterschiedlich beeinflusst wird. Um zu verstehen, wie das funktioniert, muss man sich Folgendes vorstellen. Der genaue. Weil ich habe das auch bei mir gemerkt, sage ich dir ehrlich, vor 2 Jahren ungefähr, wo ich 30 geworden bin, habe ich auf einmal so einen Druck verspürt, weißt du, wo ich dachte, so krass und so. Fuck, ich habe keine Zeit mehr, ich muss. Aber das sind alles menschliche Sachen, weißt du, das habe ich mir selbst eingeredet. Das ist ein Gedankenkonzept einfach.
als ich angefangen habe, dieses Konzept loszulassen, was ich jetzt gerade 100% habe, ich vergesse manchmal, wie alt ich bin, weißt du? Ich bin nicht mehr so verbunden mit den ganzen Sachen, so mein Alter, meine Herkunft und diese ganzen Sachen, weißt du, wie ich meine, so? Ich lasse das immer mehr los und umso mehr du diese Sachen loslässt, umso happier und so glücklicher bist du auch und umso schöner ist die Zeit, die du hier verbringen darfst und so. Ja, weil alles andere, da machst du dir Druck und jagst irgendwelche Sachen und so. Und wenn du auf der Jagd bist und wenn du dir Druck machst, so, dann kannst du den Moment nicht genießen, dann kannst du nicht so glücklich und happy sein, weißt du? Zeitrahmen ist unbekannt. Dieses kontraintuitive Ergebnis ergibt sich ganz natürlich aus Einsteins Relativitätstheorie. Ein Auto, das mit 97 Stundenkilometern relativ zu einem stationären Beobachter fährt, kann einem Auto, das in die... Der Ogusan sagt, Jemmo, tu Zeit nicht über dich an. Der war gut, Digi. ...andere Richtung fährt, als Auto mit 193 Stundenkilometer an Geschwindigkeit erscheinen. Die Auswirkungen sind vergleichbar mit dem Ablauf der Zeit. Wenn sich ein Beobachter auf einen anderen zubewegt oder sich in einem Gravitationsfeld in einer anderen Entfernung befindet, ändert sich die Wahrnehmung des Zeitablaufs. Auch wenn die Zeitdilatation nur in Ausnahmefällen sichtbar ist, hat sie immer unsichtbare Auswirkungen auf unser Leben. Wir werden die Auswirkungen der Zeitdilatation einschließlich GPS-Problemen und dem bekannten Zwillingsparadoxon untersuchen. Das Konzept des Zeitpfeils. Ein Pfeil kann als Symbol für die Unidirektionalität oder Asymmetrie der Zeit betrachtet werden. Nach dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik nimmt die Entropie eines geschlossenen Systems mit der Zeit immer weiter zu. Gemessen an der Entropie steht der Ordnungsgang eines geschlossenen Systems in einem asymmetrischen Verhältnis zur Zeit, wie es im zweiten Hauptsatz heißt. Auch wenn die Entropie nicht als genauer Zeitmesser dienen kann, lässt sich diese Ungleichheit zur Unterscheidung zwischen Vergangenheit und Gegenwart nutzen. In einem freien System kann die Entropie mit der Zeit abnehmen. Die Annahme, dass der zweite Hauptsatz der Thermodynamik nur statistisch korrekt ist, dass es immer zu leichten, aber nie zu großen Abweichungen kommt, ist widerlegt. Andererseits wurden nie Argumente vorgebracht, die den zweiten Hauptsatz widerlegen. Der Poincaré-Rekurssatz hilft jedoch, eine von mehreren scheinbaren Diskrepanzen bei der Anwendung des zweiten Hauptsatzes der Thermodynamik zu erklären. Das Konzept der Zeitschleifen. Die Konzepte von Zeitreisen und Zeitschleifen werden seit über einem Jahrhundert in der Belletristik häufig verwendet. Zeitschleifen. Digga, der haut hier Begriffe raus, von denen habe ich noch nie gehört. Belletristik, was ist das, Bro? Also es ist so, schon so ein Video für Mathematiker und Physiker und so, ne? Überall in der Popkultur zu finden, von Geschichten über verrückte Wissenschaftler mit Zeitmaschinen bis hin zur Legende von Punxsutawney Phil. Gibt es eine theoretische wissenschaftliche Grundlage für Zeitschleifen? Eine Zeitschleife, auch bekannt als geschlossene zeitähnliche Kurve, ist eine Linie in der Zeit, die sich schließt und zu ihrem Ausgangspunkt zurückkehrt. Die Schleifenquantengravitation, bei der Raum und Zeit wie ein Wandteppich miteinander verwoben sind, verleiht dieser Hypothese Glaubwürdigkeit. Unabhängig davon gibt es keine festen Richtlinien dafür, wie Zeitschleifen in der Fiktion dargestellt werden sollten. Die Vorstellung, dass die Zeit eine Illusion ist und unsere Wahrnehmung uns täuscht, mag zunächst schwer zu begreifen sein. Dennoch ist es ein Konzept, mit dem sich viele Philosophen und Wissenschaftler im Laufe der Geschichte beschäftigt haben. Es ist schön zu wissen, dass du da bist, um unsere Videos zu sehen und von ihnen zu lernen. Ich küsse dein Herz, Bruder. Starkes Video. Bisschen anstrengend zum Zuhören, muss ich ganz ehrlich sagen, aber ansonsten ein starkes Video. Guter Input auf jeden Fall. Finde ich persönlich, wenn ich das so sagen darf. An der Stelle.